Schönen guten Abend, wir sind hier bei Ecozone TV auf dem RSE and Friends Festival Volume 2 in Oberhausen im Kulttempel. Heute ist der zweite Tag. Ich habe hier die Band Second Version aus Magdeburg, Ecke Magdeburg bei mir sitzen. Schönen guten Abend erstmal, Jungs. Hallo. Ja, hallo. Ja, wie geht's euch? Ihr hattet gerade euren Gig. Wie war's? Wie ist es gelaufen? Und ja, wie geht's euch allgemein? Also nach dem Auftritt, also es war ein mega geiler Auftritt, die Stimmung war eigentlich super hier. Es waren zwar nicht viele Leute da, aber die da waren, die haben eigentlich super mitgemacht. Ja, ich bin ein bisschen ausgepowert jetzt nach dem Auftritt, versteht sich von selbst. Bisschen echt? Bier trinken, natürlich. Okay. Ich habe doch alles gegeben, ja. Egal wie viele Leute da sind, man muss immer alles geben, ne? Ja, natürlich. Sehr sonst macht das ja keinen Spaß. Ja, Mario. Jo. Er hat alles gesagt. Ja, Mai, wie geht's dir? Mir geht's gut. Christian, warst du zufrieden? Ja, super, war wie ein sehr geiles Konzert. Super okay, Andi, geil. Ich glaube, bei dir ist es so, dass du auch gerne den Moderator machen würdest. Wir können gerne die Plätze tauschen. Dann bleib ich jetzt sitzen und höre mir das einfach an und gebe dir vielleicht nur so ein paar Tipps. Alles gut. Okay, alles klar. Schade. Wir unterstützen. Ja, Second Version heute hier. Ihr seid ja schon recht aktiv, habt auf einem Benefiz-Veranstaltung mitgemacht, habt auf einem Benefiz-Sampler ein paar Songs gehabt. Eure Songs generell sind ja schon teilweise Themen, die sehr unter die Haut gehen, die auch ziemlich bewegen. Was bewegt euch an den Songs? Mario. Naja, bewegen, das sind alles echte Geschichten halt. Und unser Chris, der die meisten Texte schreibt, das ist alles aus dem Leben gegriffen halt. Und deswegen wirken die so authentisch oder sind authentisch. Okay. Also die wenigsten Texte, wie Mai schon sagte, die schreiben wir wirklich selber. Wir haben da unseren Grafiker, den Chris, wie Mai schon sagt, der schreibt im Prinzip 90% aller Texte. Und bei ihm geht es im Prinzip auf und ab. Mal ist die Freundin weg, dann ist sie wieder da und im Prinzip seine Geschichten, die sind alle aus dem Leben gegriffen. Und von daher, die berühren natürlich. Okay, und euch ist das auch wichtig, dass diese Texte berühren? Die müssen auf jeden Fall ankommen bei den Leuten. Okay. Die berühren uns, weil wir wissen, von wem es kommt und dass es im Prinzip wahre Geschichten sind. Und okay, wir wollen natürlich auch, dass es die anderen erreicht, ne? Ist ganz klar. Es gibt nur zwei oder drei Lieder, die absolut gar keinen Sinn haben. Die einfach nur aus der Luft gegriffen sind. Okay, welche sind das? Naja, Lolita zum Beispiel. Okay. Das ist von einer Punkband. Einfach ein Coversong von uns. Nein. Oder was ist noch so? Was nicht so? Bertolt Brecht, das P18. Okay. Das ist eine. Wie soll man sagen? Ist halt ein Gedicht. Ist ein Gedicht, ja. Ja, okay. Ja, sonst. Weiß nicht. Das war gedacht dann, als er das geschrieben hat. Ne? Okay. Ja, dann mal Auftrag bis zum nächsten Interview. Dann fragt ihr doch mal den Chris, was er sich bei dem Song gedacht hat. Ob da ein tieferer Sinn drin war. Auftrag angenommen? Okay. Gut. Ja, ihr seid wann losgefahren? Ich meine, Magdeburg, Oberhausen ist ja nun mal eine kleine Ecke. Wann seid ihr losgefahren? Wie lange habt ihr gebraucht? Puh, also ich schätze mal so circa 3 Stunden, 3,5 Stunden sind wir gefahren. Also. Wir hatten ja Zwischenstopp noch. Also je nachdem, wo man noch lang fährt, ne? Drei oder 4 Stunden, also an die Ordnungshüter da draußen. Diese Jungs, die machen so einiges auch für andere und wenn die mal ein bisschen zu schnell fahren, holt sie euch von der Straße. Bloß nicht. Nein, es ist okay. Ja, euer Gefühl, ihr sagtet gerade ja schon, ja, die Gäste, die Zuschauer sind richtig mitgegangen. Was empfindet ihr da, wenn ihr da oben steht und die Zuschauer dann einfach eure Musik feiern, euch feiern? Wie ist da so? Umso mehr Leute mitmachen, desto mehr Spaß hat man natürlich auf der Bühne auch. Wenn jetzt bloß einer unten steht, ist es natürlich schwierig, dann Stimmung rüberzubringen oder dass überhaupt irgendwas ankommt oder so. Also die Resonanz ist natürlich schon wichtig. Wir versuchen natürlich, die Leute zu begeistern, mitzureißen. Wenn natürlich nicht so viel zurückkommt, ist es erstmal so ein kleiner Dämpfer, sage ich mal, auf der Bühne. Ne? Man merkt das ja schon, wenn die Leute dann keinen Spaß haben oder wenn es immer weniger werden. Oder wenn man im Prinzip, man versucht ja wirklich, die Leute mitzureißen. Und wenn aber nichts kommt, dann Die Stimmung manchmal runter. Genau. Aber man versucht natürlich weiterhin alles zu geben. Ne? Und dafür bezahlen die Leute. Sie bezahlen Eintritt. Sie bezahlen zum Teil viel Eintritt für manche Bands.
ja, das muss man natürlich akzeptieren und man muss im Prinzip das Geld wert sein, was die Leute bezahlen. Ja, das ist doch auch mal eine ganz andere Sichtweise von einer Band, finde ich also ganz gut, dass ihr da auch sagt, ja, also in dem Sinne arbeitet ihr ja dann für die Zuschauer. Ja, natürlich auch, um euch so ein bisschen nach außen hin zu präsentieren. Da sind wir auch direkt bei den nächsten Dingen. Der Guido hat das ganze Jahr unter dem Aspekt aufgemacht, vor einem Jahr, dass er kleinere und unbekanntere Bands einfach so ein bisschen supporten will und denen eine Plattform bieten möchte, wo sie sich einfach nach draußen hin mal zeigen können. Wie empfindet ihr so ein Understatement von ihm oder überhaupt diese... Wie empfindet ihr das einfach, diese Aktion? Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Ja, allgemein muss man ja sagen, dass die sich immer sehr viel Mühe geben. Solche Leute, die auch versuchen jetzt die ganze Szene auch so am Leben zu erhalten, es sehr schwierig haben. Haben wir letzte Woche auch wieder in Braunschweig gesehen, da war ähnliche Veranstaltungen, viele Bands. Und leider fehlen uns da immer wieder die Zuschauer und deswegen ist natürlich klasse, dass es überhaupt noch jemanden gibt, der sich da immer so ein Zeug legt und versucht, sowas auf die Beine zu stellen. Ne? Ja. Ja. Also eigentlich muss man mal Danke sagen an der Stelle, dass es solche Leute noch gibt, weil sonst, glaube ich, ist irgendwann vorbei mit der Musik. Ne? Ja. Ja, wie siehst du das, Andi? Also ich sehe das genauso. Wir haben viele kleine Auftritte, wo wirklich Bands spielen, die nicht so bekannt sind. Also im Prinzip wie wir. Und das muss man wirklich schätzen, dass es noch solche Leute gibt, die das ins Leben rufen, diese Veranstaltung, und auch jährlich wieder, auch wenn der Veranstalter miese macht, wenn nicht so viele Leute kommen. Aber trotzdem immer wieder den Künstlern die Chance geben, sich zu präsentieren. Das ist einfach 1A. Okay, ja, Mario, dein Statement zu der ganzen Sache interessiert mich jetzt auch. Naja, man muss auch dazu sagen, dass man als Band natürlich dann froh ist, wenn irgendein Veranstalter auf einen drauf zukommt, ohne dass man groß bettelt, sagen wir mal so. Mhm. Und eine Chance gibt, irgendwo zu spielen. Das ist das, also aus der Sicht muss man das auch mal sehen. Ja. Okay, da wir jetzt auch gerade von Konzerten reden, wie ist denn jetzt der nächste Ablauf bei euch? Habt ihr jetzt schon die nächsten Konzerte in der Tasche? Wisst ihr wo, oder was habt ihr jetzt überhaupt erstmal in der nächsten Zeit vor? Also wir versuchen erstmal neues Material zu sammeln, wieder uns ein bisschen zurückzuziehen. Also wir haben jetzt erstmal keine weiteren Auftritte geplant, oder? Nee, es ist erstmal nichts weiter dieses Jahr. Aber wir suchen noch. Wir suchen immer noch, also hier der Aufruf an alle da draußen, gibt uns die Chance, uns zu präsentieren. Ja. Ja, wie gesagt, wir wollen ein bisschen kreativ wieder werden und neues Material produzieren für unser neues Album. Wenn der ein oder andere Gig dazwischen kommt, ist natürlich super. Ja, also du sagtest gerade schon im Herbst wahrscheinlich, das heißt, ihr habt da schon so einiges in der Pipeline, oder? Ja, wir haben einiges an Grundmaterial da, was noch aufgearbeitet werden muss, was nochmal vielleicht noch neu eingesungen werden muss. Aber so 10-12 Songs könnten es wieder werden und wird ein gutes Album, denke ich mal. Ja, Mario, du hast mir ja vorhin ganz, ganz am Anfang mal erzählt, ihr habt ja noch so ein paar alte Sachen von einer ganz, ganz alten Band. Kann man sich da vielleicht irgendwann mal auf so ein anderes Side-Projekt, was ihr beiden mal gestartet habt, freuen? Ja, die ersten Songs, die wir hatten, die sind leider alle komplett verloren gegangen. Okay. Ein paar Mal PC-Crash gehabt, alles weg, alles Material weg. Wir müssen jetzt natürlich alles wieder neu einspielen, neu einprogrammieren. Viel Aufwand, ob sich lohnt. Manche Sachen sind gut, ja, also mal gucken. Ja, oder dass ihr vielleicht dann sagt, okay, wir nehmen das als zusätzliches Ding mal bei Second Version. Ja, als Demo-Material könnte man es nehmen, ja? Einfach so als Zugabe oder Bonusmaterial auf dem Album, klar, das schon. Ja, das hört sich doch mal interessant an. Herbst, sagt ihr, soll das Album dann kommen? Tracks, ist da schon was bekannt? Anzahl oder der Albumtitel? Also Titel gibt es noch nicht. Wir haben zum Beispiel heute zwei Songs gespielt. Okay. Okay. Okay, der Sänger weiß selber nicht, dass das zwei Songs aus dem neuen Album sind. Es läuft immer viel im Hintergrund. Das ist jetzt sehr interessant. Okay, aber nicht zu viel sagen. Ja, es werden so 10-12 Songs werden. Ja. Ja, an die Leute da draußen, die jetzt heute nicht hier waren, leider habt ihr die zwei Songs verpasst, die auf dem neuen Album drauf sein werden. Schade.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe sie gehört. Geil, das ist scheiße. Meiner Meinung nach. Ja, wie wird's denn heute Abend dann noch bei euch laufen? Werdet ihr gleich euch dann auf dem Heimweg machen nach Magdeburg oder bleibt ihr noch über Nacht hier, feiert heute Abend noch schön und... Also wir werden auf jeden Fall die Nacht hier verbringen, in Oberhausen. Wie lange wir hier bleiben werden, also wir werden uns auf jeden Fall alle Bands noch angucken. Die verdienen dann natürlich auch den Respekt und die erwarten natürlich auch, dass die Leute da sind. Wenn wir jetzt einfach abhauen würden, das gehört sich einfach nicht unter den Bands, sag ich mal. Ja. Nachher im Hotel, da waren... Auf gar keinen Fall. Also die sagen, ja, die Bands gehen ins Hotel, das Hotel steht in Flammen. Da waren ja vorhin noch drei Feiern im Gange, drei Hochzeiten, also vielleicht findet sich da noch die eine oder andere Gelegenheit. Nochmal einen Auftritt so spontan aufzulegen oder wer weiß, was der Abend bringt. Abzugreifen oder wie? Vielleicht das auch. Ja, die wollen gut am Feiern abholen. Ja, das ist doch schön. Ja, vielleicht werdet ihr eingeladen. Und dadurch ergibt sich was, das wäre ja. Ja, genau. Ganz schön im Dress. Ja, das war es eigentlich fast. Fast, sage ich. Ich habe euch ja schon gerade draußen etwas angedroht. Und zwar ist es so, dass ja Kontrollverlust Ost, die kennt ihr ja auch, also den Mick kennt ihr ja auch. Der Guido kam vorhin auf mich zu und der Mick, der ist ja großer Fußballfan. Ja, leider. Der Guido fragte mich, ob ich eventuell, so nett wäre, die Bands mal fragen würde, ob sie im Rahmen des Interviews so eine kleine Unterschriftenaktion mitmachen würden. Er würde dem Mick gerne da etwas schenken und hätte da gerne die Unterschriften der einzelnen Bands und Bandmitglieder drauf. Würdet ihr da mitziehen? Na klar. Seid ihr euch sicher? Kommt drauf an, wofür wir unterschreiben. Seid ihr euch sicher? Okay, alles klar. Ja, dann viel Spaß. Ja, hier, bitteschön. Also es wäre cool, wenn ihr dann einfach mal als Second Version und dann eure Namen darunter... Ich dachte schon, es geht um die beiden Vereine, die heute Abend spielen. Nein. Irgendwann. Ja. Ja, und vielleicht noch, wenn er Second Version da irgendwo mit beischreibt, das wäre vielleicht auch ziemlich cool. Dann hat er auch die ganzen Namen der Bands. Das wird ihn, denke ich mal, sehr freuen. Ja, cool. Ja, aber das ist noch nicht alles. Alle anderen Bands haben das vorhin auch schon gemacht. Einfach, nein, nicht anziehen. Nein. Das lassen wir dann jetzt. Vor allen Dingen, es wäre ja dann gebraucht. Wollen wir nicht. Nein, einfach mal dieses Ding hochhalten und ein paar liebe Worte in Richtung Mick. Ist das okay für euch? Ich wieder. Ja, ihr könnt gerne zusammen festhalten und jeder sagt dann mal so ein paar nette... Okay. Was sagt man denn? Ja, das, was euch einfällt. Also jetzt nicht unbedingt nur Prost oder so, das wäre blöd. Prost. Prost, nee. Tja. Ich bin mit dem Verein, aber das lassen wir. Schalke, der ewige Zweite. Das ist schwierig, da was zu finden. Ich bin kein Fußballfan, mich darfst du nicht fragen. Ja, das ist das ewige Leid, was ich heute schon den ganzen Tag hatte, dass kaum Fußballfans hier waren. Fußballfans schon, aber nicht von dem Verein. Also es gibt da Leute, die haben so eine gewisse Abneigung gegen. Okay. Ja, natürlich nicht. Nein, um Gottes Willen. Wir wollen ja keinen verurteilen. Ich mag ja Blau. Ja, aber das in einem ist doch, Zusammenhang. Dann nehmen wir das doch schon mal als Statement. Ich mag Blau. Die Farbe gut. Blau, wir mögen Blau. Ja, alles Gute, das ist doch alles... Ja. Ich denke, das ist dann in Ordnung. Dann möchte ich euch mal davon erlösen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich lege das Ding mal hier hin. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit, hier ins Interview zu kommen mit mir. Ich wünsche euch noch einen genialen Abend. Weiterhin viel Erfolg mit eurem Projekt Second Version. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal bald wieder. Gerne. Ja, gerne. Vielen Dank auch.
Schönen Abend noch. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern und wünsche allen einen schönen Abend. Thank you.